Hallo liebe Wuselkinder, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Deria und heute habe ich ein ganz tolles Buch für euch mitgebracht aus dem Lingen Verlag von einer Maus, die ihr vielleicht schon mal gesehen oder gehört habt. Es geht um Leo Lausemaus und der Titel des Buches heißt Leo Lausemaus will nicht aufräumen. Er hat keine Lust dazu. Vielleicht gab es ja auch schon mal Tage bei euch, an denen ihr keine Lust hattet aufzuräumen, an denen ihr einfach nicht aufräumen wolltet. Und ja, Leo Lausemaus geht es genauso. Und ich würde sagen, ich lese euch das Buch gleich vor. Ich bin schon sehr gespannt, worum es geht. Und vor allen Dingen, ob denn der Leo vielleicht am Ende doch aufräumt. Die tollen Bilder, wie auch zum Beispiel dieses hier, hat Marco Campanella illustriert. Und der Text für die deutsche Ausgabe ist von Frieda Böhm, der Ursprungstext von Anna Casalis. Und dann würde ich sagen, macht es euch gemütlich, ihr Lieben, und ganz viel Spaß beim Lauschen. Leo Lausemaus geht wirklich gerne in den Kindergarten. Hier trifft er jeden Tag seine Freunde: Hugo Hamster, Tessa Igel, Fipsi Hase und seinen allerbesten Freund Didi Dachs. Da sieht man die Freunde vom Leo Lausemaus. Da den Igel, da den Hasen, dann haben wir noch Hugo Hamster. Wo ist er? Da. Dann haben wir den Didi Dex natürlich, den allerbesten Freund. Und den Leo. Heute hat sich die Kindergärtnerin etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir malen mit Wasserfarben, erklärt sie. Toll! Klasse! Ich male einen Baum und ich ein Haus. Leos Freunde rufen aufgeregt durcheinander. Auch Leo ist begeistert. Ich male ein Bild für meinen Papa, sagt er. Ja, ich male Papa und mich. Schon taucht er den Pinsel in die Farbe. Mit dem Malen der Bilder sind alle schon eine ganze Weile beschäftigt. Da sagt die Kindergärtnerin: Räumt bitte alle Malsachen auf. Wir wollen uns jetzt noch ein bisschen bewegen. Blitzschnell springt Hugo auf. Ich bringe die Farben in den Schrank. Fipsi kommt mit einem großen Glas Wasser angelaufen. Pinsel zu mir, die müssen ordentlich ausgewaschen werden. Didi und Tessa hängen in der Zwischenzeit ihre Bilder zum Trocknen auf. Ja, und was macht Leo? Schauen wir doch einfach mal. Da sieht man übrigens die Kindergärtnerin. Und da Leos Freunde, die die Bilder aufhängen und anfangen, die Sachen wegzuräumen. Und wo ist der Leo? Ja, wo ist er denn? Da, guckt mal. Was macht der Leo denn da noch? Er bleibt einfach sitzen. Aufräumen ist doof. Ich male lieber noch weiter. Ringe, ringe, Reihe.
Tessa, Hugo, Didi und Fipsi tanzen fröhlich singend im Kreis. Ich will mitmachen, ruft Leo und hat es plötzlich ganz eilig. Da sieht man, wie die anderen tanzen. Ja, und da beeilt sich der Leo, weil er mittanzen möchte. Schnell schnappt sich die Lausemaus die restlichen Malsachen. Pinsel, Farbtopf, sogar das volle Wasserglas. Alles stopft er in eine Kiste. Zum Aufräumen habe ich jetzt keine Zeit, murmelt er und will gleich zu seinen Freunden laufen. Da hört er hinter sich die Stimme der Kindergärtnerin. Leo, du weißt doch, bevor du mit einem neuen Spiel beginnst, musst du deine Malsachen ordentlich wegräumen, sagt die Kindergärtnerin. Sie hat natürlich gesehen, dass Leo alles einfach in eine Kiste gepackt hat. Da sieht man die Kindergärtnerin und Leo, der hier noch vor seiner Kiste sitzt, in die er einfach alles eilig gestopft hat. Längst haben auch die anderen Kinder mit ihrem Spiel aufgehört und schauen neugierig zu Leo rüber. Das gefällt der kleinen Lausemaus gar nicht. Trotzig setzt er sich neben die unordentliche Kiste. Das kann ich doch auch später noch richtig aufräumen, brummelt er und verschränkt seine Pfoten. Da ruft Fipsi auf einmal ganz aufgeregt: Seht mal, da läuft Wasser aus der Kiste. Wir schauen uns das Bild nochmal genau an. Tatsächlich, da sieht man, wie das Wasser rausläuft. Schaut mal, wo es hinläuft. Leider hatte Leo sein Bild nicht zum Trocknen aufgehängt, sondern einfach neben die Kiste gelegt. Oh je! Und nun ist das Wasserglas, das Leo in die Kiste gesteckt hatte, ausgelaufen. Aber vielleicht kann Leo sein Bild noch retten? Oh nein, es ist zu spät, schnieft Leo. Jetzt ist mein schönes Bild von Papa und mir kaputt. Ja. Jetzt ist die Lausemaus traurig. Die Kindergärtnerin setzt sich neben Leo und versucht, ihn zu trösten. Dann malst du morgen ein neues Bild für deinen Papa. Was hältst du davon? Leo schüttelt nur traurig den Kopf. Das wird nie wieder so schön und alles nur wegen dieser dummen Kiste. Na, na, Leo, widerspricht die Kindergärtnerin. Hättest du richtig aufgeräumt, wäre das nicht passiert. Und nun komm, jetzt machen wir hier erst einmal alles sauber. Nein. Das war wirklich kein schöner Tag im Kindergarten für die Lausemaus. Jetzt ist Leo längst zu Hause und langweilt sich in seinem Zimmer. Menno, alleine spielen macht überhaupt keinen Spaß, erklärt er Teddy und freut sich, als seine kleine Schwester Lilly in sein Zimmer kommt. Willst du mit mir spielen? Fragt er sie. Doch Lilly ist gar nicht begeistert. Nein, Leo, hier ist ja gar kein Platz zum Spielen. Und Mama sagt, es gibt bald Abendbrot.
Vorher sollst du noch dein Zimmer aufräumen. Du hast mir gar nichts zu sagen, Lilly. Ich räume auf, wann ich es will, schimpft Leo und ist schon wieder trotzig. Ja, schaut euch mal hier das Zimmer von Leo an. Überall liegen Spielsachen verstreut und ja, dem Leo, dem war langweilig und jetzt ist er trotzig, weil seine Schwester Lilly hier nicht mit ihm spielen will, solange sein Zimmer so aussieht. Und weil es ja auch bald Abendbrot gibt. Es ist Zeit zum Schlafen gehen. Leo ist in sein Nachthemdchen geschlüpft und wartet in seinem Bett auf die Mama. Als sie in Leos Zimmer kommt, kann sie es kaum glauben. Leo, du hast ja immer noch nicht aufgeräumt. Ich wollte ja aufräumen, aber als ich damit angefangen habe, hat Teddy alles wieder durcheinander gebracht, stammelt Leo leise. Da sieht man den Leo, da sieht man die Mama und da ist Leos Teddy, der anscheinend alles wieder durcheinander gebracht hat. Die Mama ist verärgert. Aber Leo, erst räumst du nicht auf und dann flunkerst du mich auch noch an. Heute ist es schon zu spät, aber morgen früh wird gleich aufgeräumt. Die Lausemaus lässt den Kopf hängen. Na gut. Die Mama liest Leo heute nur eine kleine Gute-Nacht-Geschichte vor, gibt ihm aber einen ganz dicken Kuss. Dann schlaf gut, meine kleine Lausemaus. Nun beginnt ein neuer Tag und hoffentlich hat die Lausemaus heute wieder bessere Laune. In Leos Zimmer sieht es jedenfalls immer noch ziemlich unordentlich aus. Ja, da hat sich nicht sehr viel geändert hier auf dem Boden im Zimmer von der Lausemaus. Menno, ich kann meine Supermaus nicht finden. Teddy, hast du sie etwa versteckt? Ruft Leo und wirbelt noch mehr Sachen durcheinander. Alles fliegt durch die Gegend. Wo ist bloß meine Supermaus? Ich will sie unbedingt meinen Freunden im Kindergarten zeigen. Bestimmt hat Lilly sie mir weggenommen, schimpft Leo lautstark und rennt aus seinem Zimmer. Nun steht die Lausemaus in Lillys Zimmer. Hier ist alles sehr ordentlich. Ob das so bleibt? Schaut mal, Lilly hat ihr Bett ganz ordentlich aufgeräumt. Und da vor dem Bett sitzt der Teddy. Und hier ist nur der Teppich, aber sonst ist es sehr ordentlich. Und jetzt schaut mal, was der Leo da macht. Und guckt euch mal an, wie Lilly seine Schwester das findet. Gerade hat Leo eine Spielzeugkiste geöffnet. Da fliegen auch schon die Sachen im hohen Bogen heraus. Davon ist Lilly so überrascht, dass sie erst gar nichts sagen kann. Doch dann beginnt sie zu schreien. Nein, Leo, lass das! Das sind meine Sachen! Von Lillys lautem Geschrei und Leos heftigem Gepolter alarmiert, kommt die Mama ins Zimmer. Leo, was soll das? Fragt sie.
Leo ist sehr wütend. Ich suche meine Supermaus. Lilly hat sie hier versteckt. Hab ich gar nicht, kreischt Lilly. Die Mama schüttelt den Kopf. Leo, hör sofort auf damit, sagt sie bestimmt. Was ist nur los mit dir, Leo? Was ist nur mit dir los, Leo? Fragt die Mama. Du zankst dich mit deiner Schwester und aufräumen willst du auch nicht. Leo schmollt, aber die Mama bleibt dabei. Ordnung muss sein. Jetzt hilfst du erst Lilly und danach ist dein eigenes Zimmer an der Reihe. Erst wird aufgeräumt. Vorher geht es nicht in den Kindergarten. Dazu hat Leo gar keine Lust. Doch dann denkt er an den Kindergarten und seine Freunde. Er überlegt. Sicher warten schon alle auf mich. Komm, Teddy, zusammen schaffen wir das. Die Lausemaus räumt tatsächlich auf und findet unter einem Berg von herumliegenden Spielsachen seine Supermaus. Da bist du ja, strahlt Leo. Da sieht man die Supermaus in seiner Hand. Ja, und der Teddy hat ihm geholfen beim Aufräumen, damit er schnell wieder in den Kindergarten kann, der Leo. Zu seinen Freunden, da möchte er ja hin. Leo Lausemaus saust zu Lilly und der Mama in die Küche. Seht mal, was ich gerade in meinem Zimmer gefunden habe. Meine Supermaus, hurra! Leo schaut Lilly an. Entschuldigung, Lilly, es tut mir leid. Haben wir uns wieder lieb? Sagt er leise. Lilly zögert noch. Ich mache auch keine Unordnung mehr bei dir, verspricht Leo. Und ich räume ab jetzt immer bei mir auf. Großes Mäuse-Ehrenwort. Lilly lacht. Ja, das ist eine gute Idee. Zur Versöhnung reichen Leo und Lilly sich die Pfoten. Ja, und die Mama schaut auch ganz glücklich darüber. Die Mama lächelt. Leo, wolltest du nicht unbedingt in den Kindergarten? Leo nickt. Stimmt, los geht's. Im Kindergarten darf Leo, wie versprochen, ein neues Bild mit den Wasserfarben malen. Ein Feuerwehrauto, das findet Papa genauso toll wie ich. Die kleine Lausemaus ist gerade mit dem Bild fertig. Da kommt Hugo. Wir wollen jetzt Fang die Mütze spielen. Hast du Lust? Leo springt auf. Dieses Mal hängt er aber erst sein Bild zum Trocknen auf und räumt alle Malsachen weg. Dann öffnet er die Spielkiste. Sofort findet er, was er sucht, die rote Mütze. Er zieht sie an, saust los und ruft, fangt die Mütze, fangt mich doch. Die anderen rennen lachend hinter ihm her. Gut, dass hier so viel Platz zum Spielen ist. Sicher wird das heute wieder ein richtig schöner Kindergartentag. Mit all seinen Freunden beim Spielen, da sieht man, wie der Leo die Mütze hier aufgesetzt hat und die anderen die Mütze fangen. Und da sieht man noch mehr. Und alle haben ganz viel Spaß im Kindergarten. Das wird auf jeden Fall ein richtig schöner Tag.
Das war die Geschichte von Leo Lausemaus will nicht aufräumen. Ich fand sie sehr schön, ich hoffe ihr auch. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genauso schön soll der Tag sein wie der tolle Kindergartentag von Leo Lausemaus am Ende, nachdem alle aufgeräumt haben und ganz viel Platz zum Spielen haben und alles wieder seine Ordnung hat. Schaut auch beim nächsten Mal wieder in den Wuselkalender, dort seht ihr dann auch die Lesungen. Da freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, tschüss!